Montag, der 31. Januar 2022, Bahnhof Gransaal im Erzgebirge. Ja, heute Mittag ist der erste Kohlezug im neuen Jahr für die Fichtelbergbahn angekommen. Und wir sehen hier die 204-005-3 der Press. Die hat den hier hochgebracht. Die wurde 1971 vom LEW Henningsdorf unter der Fabriknummer 12.859 gebaut und als 110-350-6 in Dienst gestellt. 1983 bekam sie dann den 1200 PS Motor und wurde dann als 112-350-5 bezeichnet. Im Jahr 2000 wurde die Lok in Halberstadt ausgemustert und seit dem Jahre 2002 gehört sie nun der Press und fährt in deren Farbkleid Güterzüge. Und heute eben hier den Kohlezug für die Fichtelbergbahn. Heute Mittag war jedoch der Schneefall so stark, dass du echt nichts mehr sehen konntest. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal schnell noch hierher gefahren, um das für euch festzuhalten.